Avete capito, er ist der Torschützenkönig 2008, Luca Toni, eigentlich immer auf dem Platz zu sehen. Heute sind wir am Set dabei, da wird der neue UNESCO-Trailer gedreht, denn er ist eines der neuen Gesichter der UNESCO, neben Andy Bremen. Und ich bin mal ganz gespannt, was da so auf uns zukommt. Pünktlich zur vereinbarten Zeit erscheint Toni dann am Set. Er freut sich sehr darüber, bei der Sache für den guten Zweck dabei sein zu können. Ich bin natürlich ziemlich eingeschränkt von meiner Zeit her, aber wenn es irgendwelche Benefizveranstaltungen gibt, bin ich immer gerne dafür zu haben. Außerdem tüftelt er immer wieder an seinem, sagen wir mal, fast perfekten Deutsch. Beim Üben gesehen zu werden, ist ihm aber dann wohl doch peinlich. Damit Sie lernen, wie Sie die Zukunft meistern können. Aber alle Kinder brauchen eine Ausbildung. Er probiert es trotzdem und wie man sieht, mit Charme und Ausstrahlung klappt alles. Wir von der UNESCO, wir wollen natürlich Menschen mit Ausstrahlung, Menschen, die auch Erfolg hatten, die bekannt sind, an uns binden. Und was gibt es Höheres als im Sport, ein Weltmeister zu sein, ein Olympiasieger zu sein? Schnell noch das Näschen gepudert und schon kann's losgehen. Das Team ist bereit, Luca gut drauf und der deutsche Satz sitzt mittlerweile auch. Ja? Und? Alle Kinder brauchen eine Chance. Helfen Sie uns. Na bitte, geht doch. Es dauert keine 15 Minuten, dann ist der Trailer im Kasten. Man hat mich gebeten, teilzunehmen und das hat mich sehr gefreut, weil ich das für eine wichtige Sache halte. Und deshalb bin ich auch stolz darauf, dass ich bei diesem Spot mitwirken kann. Viele Kinder dieser Welt leben in verarmten und zerrütteten Familien. Sie benötigen unseren Schutz. Jedes Kind hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Ihre Spende hilft, dies zu verwirklichen. Alle Kinder brauchen eine Chance. Helfen Sie uns. Gut sieht er aus, im Fernsehen und auch auf jedem Foto.